Willkommen zum Klabautercast, Folge 66. Heute geben Christopher und Maha Tipps für Neupiraten. Podcast Nummer 66, ich sitze hier mit Christopher. Hallo Christopher. Hallo Maha. Ja, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Das heißt, wir wollen auch mal über die Anfänge sprechen, nämlich was macht man, wenn man neu in der Piratenpartei ist? Ja. Also eine Sonderausgabe für Neupiraten. Ja, oder Leute, die es noch werden wollen. Ja, wie habe ich vorhin gesagt, intensiv interessiert. Sie interessieren sich für die Piratenpartei. Ja, genau, darüber wollen wir heute reden. Ja, was macht man denn da? Also versetzen wir uns also in die Lage, wir sind intensiv interessiert, ja, haben viel von den Piraten gehört. Ja. Jetzt wollen wir uns mal vorsichtig annähern. Ja, also wenn man die Piratenpartei schon so ein bisschen also kennt über das Internet und sich jetzt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Person schon beigetreten ist oder beitreten möchte, schickt seinen Mitgliedsantrag erstmal an seinen Landesverband und wartet dann auf die Mail so, du wurdest angenommen, beziehungsweise aufgenommen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Kontakt zu suchen mit den Piraten. Das ist je nach Landesverband mal einfacher und mal schwieriger, sich das anzugucken. Aber was ich jedem Piraten empfehlen kann, ist, direkten Kontakt bei einem Stammtisch oder bei einem Treffen suchen. Ja, genau. Ich denke auch, dass man halt einfach da in den Real-Life-Kontakt tritt. Ja, was gibt es da so für Möglichkeiten zum Real-Life-Kontakt? Ja, Real-Life-Kontakte, da gibt es die Stammtische. Die heißen in Berlin Crews. Das ist dieses Crew-Konzept, was wir mal so lose vom Landesverband NRW übernommen haben. Ist aber ganz anders in Berlin. Ist aber ganz anders sollte in Berlin. Das sollte man vielleicht schon sagen. Was eine Crew ist. Also eine Crew ist ein Stammtisch, der halt nicht größer ist als 9 Leute. Und die Idee dahinter ist, dass 9 noch eine Gruppe von Menschen ist, die leicht zu handeln ist, wo man an einem Tisch sitzen kann, wo alle noch miteinander diskutieren können, wo man einen Konsens miteinander finden kann. Das heißt, es ist quasi so eine ergebnisorientierte Atmosphäre an der Stelle und die ursprüngliche Idee hinter den Crews, was dann, dass man halt sagt, okay, wenn die Crew größer wird als 9 Leute, dann splittet sich die Crew auf. Die Erfahrung hat aber gezeigt, meiner Meinung nach, dass die Crews halt so bleiben, wie sie sind. Und ab und zu aufspalten, also im Wahlkampf haben sich ganz viele Crews aufgespaltet, die aber nach dem Bundestagswahlkampf dann teilweise auch wieder eingegangen sind, weil die Leute dann irgendwie nicht mehr kamen. Und das heißt, das Crew-Konzept funktioniert so halb. Also ich denke, gerade im Wahlkampf ist es irgendwie schlagkräftig, wenn man irgendwie sagt, okay, wir machen jetzt hier quasi noch eine extra Crew für einen Wahlkampf auf. Das sind so die Crews. Also in Nordrhein-Westfalen ist das anders, da haben die einen richtig formellen Status. Ja. Also es ist mehr als nur ein Stammtisch, es ist da praktisch eine Art Ortsgruppe. Verbandgruppe, ja. Das ist also in NRW, das ist sehr kompliziert, das steht da alles in der Satzung drin und ich glaube, die haben da nicht viel Spaß mit. Ja, ich finde das in Berlin gerade den Vorteil, dass es halt so ein bisschen informell ist. Dass man eben neben der formellen Organisation sich da eben auch noch informell organisieren kann. Das macht die Sache, glaube ich, attraktiv. Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, das ist ja jetzt der Podcast für intensiv Interessierte und Leute, die sich gerne die Piratenpartei mal von Namen anschauen möchten. Meiner Meinung nach ist so oder so schwierig, den Kontakt zu einer Gruppe zu finden, wo sich viele Leute schon seit sehr langer Zeit kennen. Ja. Das muss man einfach mal sagen, das muss man anerkennen und zugeben. Und von daher fände ich es schon besser,
Das, denke ich, sollten wir auf jeden Fall in Berlin auch mit Hinblick auf den Wahlkampf schauen. Das sollten sich aber auch alle anderen Landesverbände überlegen. Beauftragte für die neuen Mitglieder, also Personen, die sich dann interessieren. Mir wurde mal erzählt, bei anderen Parteien läuft das so, da stellt dann tatsächlich der Ortsverbands, Kreisverband, sonst was Verbandsvorsitzende oder ein Mitglied des Vorstands dort dann die Leute auf dem Stammtisch vor und sagt so, hier, das ist der so und so oder das ist die so und so, die interessiert sich für die und die Themen, guck mal, das hier ist der so und so. Ne, so ein bisschen stellt so Leute vor, wo man auch weiß, okay, die haben dieselben Interessen und damit sich eine Person so einfindet, weil ich denke, das ist noch ein Manko bei den Offline-Aktivitäten der Piraten, das ist oft man dann da halt sitzt bei diesen Stammtischen und nicht so richtig weiß, wo auch geht, weil die Piraten sprechen natürlich auch eine spezielle Sprache, da kannst du als Linguist was dazu sagen. Das ist sagen. Richtig, ja. Also ich glaube, das ist inzwischen schwerer geworden, zu den Piraten zu stoßen, als also Ende 2009, als noch alles neu war, als alle neu waren, da konnte man gut dazukommen. Vielleicht auch noch so 2010, aber inzwischen eben auch schon so viele Dinge geschehen, die Leute kennen sich und haben dann natürlich auch referieren auf Dinge, die viele Leute kennen und als Neuer weiß man eben nicht Bescheid. Ja. Das ist der, ich meine, deshalb machen wir auch diesen Podcast. Ja. Und das ist natürlich immer in so einer Nerdkultur, die ja auch in der Piratenpartei vorhanden ist, so dass dann das zu so einer automatischen Abschottung gehört, weil man eben dann eben nicht Lead genug ist. Ja, ich bin mir da noch nicht mal so sicher, ob das was mit den Nerds zu tun hat. Ich glaube, das ist ein ganz normales Phänomen. Also wenn die Piratenpartei jetzt irgendwie eine Seniorengruppe oder ein Seniorenverein wäre, das wäre, glaube ich, genau dasselbe. Und dafür ist ja dieser Podcast da, um ein bisschen die Angst zu nehmen. Das kann man sagen. Also man ist immer herzlich willkommen bei diesen Treffen. Wo die sich treffen, diese Stammtische oder Crews, das ist immer ein bisschen schwierig, je nach Landesverband das herauszufinden. Na, im Wiki findet man ja, das. Ja, genau. Aber das, siehst du, da haben wir jetzt wieder das Problem. Jetzt gehen wir natürlich davon aus, weil das hier ein Podcast ist, dass das Leute irgendwie hören, die möglicherweise, was ein Wiki ist oder weil man sich für die Piratenpartei interessiert, dass man weiß, was ein Wiki ist. Aber gut, das stimmt. Deshalb einfacher, wir empfehlen zu googeln. Ja, googelt. Google, Ortsname, wo man ist und Piraten. Ja. Und dann wird man auch letztlich im Wiki fündig. Man wird auch im Wiki fündig, man kommt auf Webseiten, wir können die auch nochmal verlinken. Ja. Und das ist je nach Landesverband unterschiedlich, aber wie gesagt, Google crawlt uns da ganz gut. Und man kann dann auf diese Treffen kommen. Und dann findet man auch oft Ansprechpartner oder Leute, die zum Beispiel in diesen Crews sind und kann die dann mal anschreiben. Also über entweder Twitter oder Facebook oder andere Kanäle, darauf kommen wir ja nachher noch. Ja, man kann auch, das würde ich auch empfehlen, dass man als Neumitglied eben auch vielleicht zu einer Veranstaltung fährt. Man kann sich ja auch einfach mal anmelden bei irgendeiner Piraten- oder piratenaffinen Veranstaltung und dort mal unverbindlich gucken. Ja. Also zum Beispiel eine solche Veranstaltung ist die Open Mind. Open Mind ist eine Bildungsveranstaltung der Piratenpartei, wo eben auch diskutiert werden kann. Hat auch so ein bisschen Barcamp-Charakter, also so offen. Und da kann man einfach mal auch googeln nach Open Mind in einem Wort geschrieben. Dann findet man das und sich einfach anmelden. Also das ist eben eine Veranstaltung, die offen ist für alle. Und da braucht man, glaube ich, keine Angst zu haben. Ist in Kassel. In schönen Kassel. Ja, ist auch zentral. Ist, glaube ich, im Oktober, ne? Ja, ist im Oktober, Mitte Oktober. Diese Open-Mind-Konferenz wirklich sehr gut, um eigentlich locker dort mit Piraten in Kontakt zu treten, ohne dass es jetzt direkt eine Parteiveranstaltung ist, sondern es wird da halt über allgemeine Themen diskutiert, die natürlich diesen ganzen Internet-Aspekt zukünftige Gesellschaft irgendwie schaffen. Das ist wie so eine Art Think Tank, Barcamp, irgendwie sowas dazwischen. Ja. Und ansonsten
also das ist keine Parteiveranstaltung in dem Sinne, aber ich hätte jetzt auch gesagt, dass Parteiveranstaltungen nicht schaden. Also man kann gleich zu einem Parteitag fahren. Ja, man kann auch also zum Parteitag. Ich habe solche Leute kennengelernt, auch gerade in Bings, Heidenheim, genau. Ja. Da haben wir jetzt wieder so Inside-Sprech. Ja. In Heidenheim war der letzte Parteitag und der und wir konnten uns den Ortsnamen nicht merken. Deswegen haben wir immer Bings gesagt. Genau. Ja, also man kann auch direkt zum Parteitag fahren. Also ich habe da Leute kennengelernt, auch aus Berlin, die eben einfach zum Parteitag mal gefahren sind. Das ist auch sicherlich ein guter Einstieg. Ja. Denn man darf sich das nicht so vorstellen, dass also der Parteitag nur für Leute ist, die sich wirklich schon auskennen. Ich glaube, dass der Parteitag, gerade dieser Wahlparteitag, vor allen Dingen ein Kennenlernparteitag war. Ja. Denn viel ist da sonst nicht passiert. Man hat halt gewählt, das dauert halt sehr lange bei den Piraten. Es ist eben dem basisdemokratischen Charakter letztlich zu verdanken, kann man sagen. Ja. Und während dieser ganzen Wahlvorgänge und Auszählungen gab es halt genug Möglichkeiten, einfach mal mit dem Tischnachbar oder gegenüber ins Gespräch zu kommen. Ja. Und dann hat man auch wirklich das Beste aus dem Parteitag gemacht. Ja, also ich muss auch, ich gebe das jetzt mal hier offen zu, bisher bei meinen Bundesparteitagen, ich stand auch so gefühlt die Hälfte der Zeit immer draußen. Also das ist halt, also das kann man sich auch fast nicht hundertprozentig irgendwie antun, sondern man muss auch mal raus. Und es bietet sich, wie gesagt, so ein Parteitag an, um die Partei einmal in Aktion zu sehen, also auch zu sehen, okay, wie ist denn so die Kultur auf so einem Parteitag, aber auch, um, wie du schon gesagt hast, Leute kennenzulernen. Das ist eigentlich ganz gut. Also das ist sowohl für Neupiraten, die gerade ganz frisch dabei sind, eine prima Gelegenheit, um wirklich auch die aktiven Piraten kennenzulernen, weil die aktiven Piraten fahren auf so eine Veranstaltung, als auch für Interessierte, um sich das einfach nur mal so anzugucken. Ja, ja, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, denn also dann viele Leute, die sich dann auch langweilen durch das Programm und dann eben auch Lust haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ja. Und von daher kann man es wirklich nutzen. Ja, jetzt haben wir aber auch noch die Möglichkeit, virtuell. Wir haben das Camp vergessen. Ach, das Camp, ja, das natürlich. Camp. Oh ja. Ja, bei den Veranstaltungen gibt es ja auch noch so freizeitorientierte Veranstaltungen. Ja, so freizeitorientierte Veranstaltungen. Das Camp hat kürzlich stattgefunden in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. In Mecklenburg, glaube ich, genau genommen. Und da war ich nicht, aber neben einem Podcast für Neuzugänge möchten wir hier auch so ein bisschen eine Chronistenpflicht erfüllen, damit die Leute dann einfach den Klamottercast anhören können und informiert sind, was bei den Piraten so läuft und gelaufen ist. Ja, das ist auch, glaube ich, wichtig. Ja, ja, klar. In 100 Jahren wird man um diesen Podcast eine Religion aufbauen, da bin ich mir ganz sicher. Na gut, dass wir das alle nicht mehr erleben. Ja, ja, ja. Gut, aber das würde mich jetzt interessieren. Du warst dort. Ja. Wie war's? Was ist da abgelaufen? Wir machen ja auch so ein bisschen die Enthüllungsplattform. Die Enthüllungsplattform, ja, ja, gleich wird wieder dementiert. Die Enthüllungsplattform, wie der Enthüllungsplattform Kalabautercast entnehmen. Das Camp war schön. Also das war dieser Ort, Userina Mühle. Und da ist halt dann, also da diese Userina Mühle steht da so rum und ist halt eine großer Raum. Könnte man eigentlich auch einen kleinen Parteitag drin machen und mit einem angeschlossenen See und Campingplatz. Und das Camp war halt vor allen Dingen Campen, Lagerfeuer, gemeinsam halt kochen, aber auch Veranstaltungen. Der Matthias Stoll aus Niedersachsen hat zum Beispiel erzählt, wie er sich das mit dem Wahlkampf vorstellt, mit Kundgebungen und so. Also es wurde auch so ein bisschen erzählt. Der Joachim Bokor hat einen Vortrag gehalten über die Geschichte des Datenschutzes. Ja, und das war natürlich dann auch wieder Socializen, also am Lagerfeuer mit verschiedensten Piraten aus verschiedenen Landesverbänden. Kennenlernen die Gesichter zu irgendwelchen Nicknames oder Avataren oder sonst irgendwas. Und das ist, das muss halt auch mal sein. Ne? Das war alles in allem war das eine schöne Veranstaltung. Jetzt so an
dementi-fähigem Material habe ich natürlich irgendwie nichts. Ich bin natürlich immer früh ins Bett gegangen. Und ich glaube, am Sonntag bin ich später ins Bett gegangen, da habe ich in meinen Geburtstag reingefeiert. Es ist halt das Übliche passiert, was halt passt, wenn Piraten irgendwie zusammenkommen. Also ich meine, der Durchschnitt der Partei, der Altersdurchschnitt ist noch immer, glaube ich, so 27 Jahre oder so. Und ich sag mal, und vor allen Dingen irgendwie 90% Männer, und die trinken dann gerne Bier oder Alkohol. Ja gut, aber dann sind sie ja zum Beispiel auch meistens schachmatt gestellt. Ich dachte jetzt, dass da so ein bisschen anderweitig über die Stränge geschlagen wird, aber da hilft natürlich der Alkohol, die Leute zu beruhigen. Ja, also anderweitig über die Stränge geschlagen, wie jetzt zum Beispiel in Heidenheim im Zimmer 116, wurde da nicht. Ne? Also für die intensiv Interessierten, es gab in Heidenheim an der Brenz bei unserem letzten Bundesparteitag ein schönes Hotel, das Best Western Park Konsul Heidenheim. Das Best, mussten sie aus dem Land abstreichen. Ja, genau, nachdem wir drin waren, war es nur noch das Western Hotel Heidenheim. Und vom Ding Park Konsul, da war gar kein Park. Ich verstehe das nicht. Wie hieß der Konsul? War das ein Konsul vielleicht? Konsul war auch nicht. Nee, vielleicht war das ein Park, ist ja auch ein koreanischer Familienname. Mhm. Aber das ist wieder was ganz anderes. Auf jeden Fall gab es da das Zimmer 116, das war eine Suite, die hatte ein Pirat dort angemietet, und es ging dort feuchtfröhlich zu. Ich glaube, zu Spitzenzeiten waren da irgendwie so gefühlt 50 Leute drin, und es gab eine Rechnung für die Endreinigung in Höhe von 800 noch was Euro, ja. Ja. Ja, so kann das gehen. Nö, das Camp war schön, aber wo da jetzt über die Stränge geschlagen wurde, da soll man bitte einfach den Twitter-Stream, da kommen wir ja nachher drauf, noch irgendwie verfolgen. Ich kann da jetzt leider keinen Namen nennen. Ja, das solltest du auch nicht. Ich dachte nur, du machst jetzt mal ein Dementi, aber... Ach so, ja. Okay. Nein, ist nicht so wichtig. Gut, also es gibt eben auch mehr so freizeitorientierte Veranstaltungen, auch gut und wichtig sind. Ich denke sowieso, Piratenpartei, die will zwar nicht Spaßpartei sein, weil sie ernsthaft Politik machen will, aber wenn man ernsthaft Politik machen will, muss man auch bis zu einem gewissen Grad Spaß haben. Und von daher sollte die Piratenpartei auch wieder mehr Spaßpartei werden. Das ist ganz klar. Also wenn man irgendwie nur die bekloppten Sachen macht, dann wird man ja auch irgendwann bekloppt. Also das macht keinen Spaß. So, was haben wir denn noch? Ja, jetzt kommen die virtuellen Möglichkeiten, sich einzubringen. Ja. Also vor allen Dingen auch Kontakte zu knüpfen. Ja. Also virtuelle Stammtische habe ich das mal überschrieben. Mhm. Da gibt es zunächst mal Mumble. Das ist etwas, was ich vorher gar nicht kannte. Das habe ich aber erst durch die Piraten kennengelernt. Ja. Nicht wirklich schätzen gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber kennengelernt. Aber wie gesagt, jeder hat so seinen Geschmack. Es gibt Leute, die finden Mumble das Allerbeste an der Piratenpartei. Vielleicht kannst du mal kurz als Unbeteiligter. Als Unbeteiligter, ja. Ich habe ja mit der Piratenpartei nur peripher etwas zu tun. Ich sitze ja auch ganz zufällig. Ich kam vorbei Maha hat vom Balkon runtergerufen. Sie da in dem schwarzen Poloshirt, kommen Sie mal hoch. Ich möchte mit Ihnen über die Piratenpartei podcasten. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich. Ich kenne mich aus. So, lassen Sie mich durch. Ich bin Expert. Wer weiß, aus welchem Film dieses Zitat kommt, der kriegt von mir ein Eis. Mumble ist so eine Open-Source-Software, und das muss man sich so vorstellen wie Skype und Mischung aus Skype und einem Chat-Room. Ja? Also es gibt verschiedene Räume, und man kann sich dann da als Nutzer in die einzelnen Räume klicken, und in diesen Räumen ist dann Telefonkonferenz. Das heißt, alle können sprechen und alle können zuhören. Das heißt, wenn wir jetzt im Mumble wären, dann würde Maha was sagen und ich würde was sagen, und alle, die da auch noch drin wären, würden auch was sagen, und wir könnten es halt hören. Ja, das heißt, ich habe diese One-to-Many-Situation, oder ich kann natürlich auch in Einzelräume gehen, dass ich nur mit einer Person mich unterhalte. Der große Vorteil daran ist natürlich, dass gerade bei den Piraten, die ja sehr internetaffin sind, wo jeder einen Computer hat, man sich einfach mit einem modernen Computer, die ja meistens auch ein Mikrofon eingebaut haben, da hinsetzen kann und mit ganz vielen Leuten telefonieren kann
oder sich akustisch, also akustisch mit Sprache kommunizieren kann, ohne dass ich jetzt irgendwie 50.000 Telefonnummern brauche oder irgendeine E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas. Ich denke, das ist der große Vorteil, warum das viele Leute so mögen. Und es ist natürlich auch dann ortsunabhängig, weil es halt übers Internet läuft und virtuell ist. Und gleichzeitig habe ich aber noch dieses Feedback über die ich sehe, wer spricht. Also dann habe ich da die einzelnen Nicknames oder Pseudonyme. Das ist sehr schön. Und das ist besser als bei so einer normalen Telefonkonferenz. Ne? Also wenn man jetzt unsere Stimmen jetzt nicht auseinanderhalten könnte, dann würde man sich auch fragen, wer spricht denn da jetzt so? Unsere kann man auseinanderhalten, aber es gibt halt tatsächlich Leute, deren Stimmen man nicht auseinanderhalten kann. Das ist, also gerade wenn es viele sind. Und wenn die Tonqualität schlecht ist, Die Tonqualität ist leider bei Mumble auch immer schlecht. Ja, kommt drauf an. Mumble kann man also sich runterladen und die Piratenpartei NRW betreibt einen Mumble-Server, den man dann benutzen kann. Da hat jeder Landesverband Räume drauf. Es gibt aber auch für andere Räume, also zum Beispiel die Bundesvorstandstelco findet jetzt meines Wissens auch in Mumble statt. Ja. Das ist auch dann eine Gelegenheit, um in die Partei reinzuhören, sich einfach mal Mumble zu Hause installieren und dann, ich glaube, jeden Donnerstagabend tagen die noch immer und dann kann man sich mal Mumble, den Bundesvorstand im Mumble anhören. Ja. Das ist vielleicht auch interessant. Also ich glaube, die Piratenpartei ist die einzige Partei in Deutschland, wo der Bundesvorstand auf eine solche Art und Weise zusammenkommt. Ja. Ja, nee, das ist schon was Besonderes. Also in vielerlei Hinsicht ist die Piratenpartei da deutlich transparenter als andere. Man kann zum Beispiel im Web die Protokolle der Parteitage auch von allen Ebenen sofort finden. Ja. Versucht das mal bei der SPD zum Beispiel. Da wird das sehr, sehr schwierig. Da muss man in irgendwelche dunkle Archivkeller, hat Sebastian Jabusch neulich erzählt, da muss man in Archivkeller runter, das ist so ein bisschen wie bei Per Anhalter durch die Galaxis, da wo die Leiter abgebrochen ist. Ja. Da findet man dann irgendwas. Also man findet da auch viel. Ja, ja, klar. Aber im in der 1.0er-Version auf Papier. Naja, gut, aber die Bundesparteitage der SPD oder der CDU, die werden auch live von Phoenix übertragen, weißt du? Da hast du dann, ich muss mal kurz aufstehen, wir haben hier eine Tür, die auf und zu geht. Die Bundesparteitage der SPD, die hast du, die werden ja aufgezeichnet. Ne? Dann brauchst du kein Protokoll, da kann man nochmal anschauen. Naja. Aber gut, nach dem Parteiengesetz brauchen wir auch ein Protokoll. Das ist Telcos, die Telefonkonferenzen. Die Hessen haben einen Telefonkonferenzserver. Da hat der alte Bundesvorstand mal drauf die Bundesvorstandssitzungen gemacht. Ich glaube, ansonsten benutzt kaum einer in der Piratenpartei mehr diese Telco-Server. Die meisten benutzen wirklich dieses Mumble. Ja. Skype wird manchmal auch benutzt, aber Mumble ist natürlich sehr ausgeprägt. Da gibt es ja auch den dicken Engel, den müssen wir auch noch erwähnen. Den dicken Engel, den müssen wir auch noch erwähnen. Also vielleicht kann man erstmal sagen, man kann permanent bei Mumble einsteigen. Ja. Also auch jetzt sofort, wenn man jetzt denkt, ja, das ist es für mich, dann hat man sich das runtergeladen und kann sofort da rein auf den Piraten-NRW-Server und findet dort sofort auch Leute, mit denen man reden kann. Kann man sofort reden. Das ist eigentlich auch eine schöne Sache. Also wenn man neu ist, eben nicht einfach loslegen. Es gibt natürlich Ereignisse, wo dann besonders viel los ist und wo man auch über Themen diskutieren kann. Wo man versucht, über Themen zu diskutieren. Ja, gut. Der dicke Engel. Ja. Du kennst ihn. Ich kenne ihn nur vom Ruhme her. Ich kenne ihn auch nur. Denn donnerstagsabends trifft sich meine Crew und da habe ich dann keine Zeit für den dicken Engel. Ich musste noch Videos zurückbringen. Also da Ist auch ein Zitat. aus dem Buch. Meine Güte, das müssen wir alles auflösen. Du kannst doch die Leute hier nicht einfach... Nee. Die können das in die Kommentare. Wir müssen doch die Leute so ein bisschen teasen. Verstehst du? Verstehe. Damit so ein bisschen Kundenbindung oder irgendwie so nennt man das. Ja, wir machen die Auflösung in die Kommentare, genau. Ja, genau. Also wie gesagt, wer es herausfindet, kriegt ein Eis. Der dicke Engel, das ist so ein Stammtisch. Wir haben sehr viele Downloads, das kann nicht sehr echt? Teuer. Das, ach ja, der das erste, der erste natürlich. Ach so. Und der dicke Engel ist so ein Stammtisch in diesem Mumble, der von einer sehr engagierten Piratin
betrieben wird und da trifft man sich dann halt jeden Donnerstag, wenn nicht die Bundesvorstandssitzung ist oder auch nach der Bundesvorstandssitzung. Früher gab es ja mal das Politikforum, das war so der Versuch des Bundesvorstandes, Diskussionen zu aktuellen politischen Themen über eine Telefonkonferenz stattfinden zu lassen. Das ist dann ziemlich eingeschlafen. Mhm. Und danach gab es halt diesen dicken Engel. Und kommt eigentlich der Name her? Was dicker Engel, da hat halt diese Piratin und der Bernd Schlömer, der jetzige stellvertretende Vorsitzende, die haben damals beide, da sind sie umgerufen, das ist glaube ich eine Kneipe irgendwo in Hamburg oder in Berlin oder ja, in Berlin es gibt wahrscheinlich Kneipe, in jeder Stadt eine Kneipe, die dicker Engel heißt. Mhm. Dahinter ist tatsächlich sowas wie einen politischen Stammtisch im Internet zu machen. Und das ist halt auch genau das Problem, was ich halt damit habe. Wenn ich irgendwie mich Zeit in die Piratenpartei investieren möchte, dann mache ich so einen Stammtisch lieber echten Kneipe. Mit Leuten, die ich kenne, wo ich dann auch ein Bier trinken kann. Alleine zu Hause vorm Rechner finde ich das bei diesem, gerade bei diesem dicken Engel immer schwierig, weil es wird dann da diskutiert, aber Themen und findet sich eigentlich so nach 10 Minuten immer jemand, der zu einem komplett anderen Thema irgendwas erzählt. Mhm. Und deswegen finde ich persönlich das nicht so ergiebig. Andere Leute scheinen da aber total drauf zu stehen. Ich glaube, es ist auch ein guter Einstieg. Ich meine, es muss dann ja nicht dabei bleiben. Ja. Man kann ja sich dann wirklich weiter engagieren. Ja. Aber wenn man erstmal ins Gespräch kommen will und auch Leute kennenlernen will, ist das, glaube ich, wirklich der richtige Weg. Also da denke ich, kann man da mal reinschauen und es muss ja nicht dabei bleiben. Also hinterher muss ja doch mehr gemacht werden, als einfach nur ja. ein Stammtischgespräch, auch noch virtuell geführt. Und das, denke ich, ist aber klar. Das ist auch sicherlich den Leuten im dicken Engel klar. Aber da kann man einfach mal unverbindlich rein und da muss man jetzt noch keine Waschmaschine kaufen. Da muss man nicht mal Mitglied werden. Man muss aber auch dann bitte als Disclaimer sagen, dass der dicke Engel natürlich jetzt nicht irgendwie repräsentativ für die komplette Piratenpartei irgendwie steht, Nein. sondern halt ein Stammtisch ist. Das, da kommen wir gleich bei den anderen virtuellen Kommunikationsformen noch drauf. Das kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen. Ich glaube, also das ist mir auch klar geworden bei dem letzten Podcast bei Klabautergast 65. Die Piratenpartei unterscheidet sich in einem Punkt fundamental von allen bisherigen Parteien und wahrscheinlich auch noch von vielen Parteien, die noch entstehen werden. Ja. Und dieser Punkt ist, dass sie auf dem Prinzip des Clusterings beruht. Das heißt also, es gibt unterschiedliche Gruppierungen, also Cluster sagt man da eben, das sind ja nicht mal formelle Gruppen, sondern Leute, die sich zusammenfinden und irgendwas machen. Und dazu, also so ein Ansatz ist eben auch der dicke Engel. Es gibt halt unheimliche Vielfalt. Es gibt natürlich AGs, das habe ich hier alles gar nicht drauf, wo man dann aktiv werden kann. Man kann selber eine AG gründen oder in Bayern heißt das, glaube ich, IG oder wie auch immer. Aber all das existiert nebeneinander her. Und man macht was mit Leuten, die man dann auch irgendwie mag, auf die Weise, die man bevorzugt. Und dann bringt man es hinterher zusammen. Da kommen wir dann noch drauf, wie die Sachen zusammengebracht werden. Und das ist eigentlich der große Vorteil bei der Piratenpartei. Das kann man woanders nicht. Woanders muss man halt in eine Struktur rein und sich eben auch durch eine Struktur durcharbeiten, weil eben die anderen Parteien zwar pluralistisch aufgestellt sind, aber doch monolithisch konstruiert sind. Man muss halt irgendwie da durch, bis man dann Einfluss hat. Und bei der Piratenpartei kann man sofort ansteigen. Natürlich hat man als Individuum alleine auch so viele Möglichkeiten, aber man kann sich dann eben in so ein Cluster reinfinden. Man kann ein Cluster selber aufbauen, also eine Gruppe von Leuten, sei es über eine Crew, sei es hier virtuell. Und dann kann man loslegen. Ja. Geht's rund. Muss man dann auch, wie man so schön sagt, auf Deutsch den Arsch hochkriegen. Ja, ja, klar. Einfach nur quatschen reicht natürlich nicht. Ja, nee, das ist, ich sag ja immer so, die Konfliktlinie bei den Piraten läuft eigentlich zwischen, nicht zwischen den Kernis und den Follies, sondern zwischen den Machis und den Wünschis. Also die Leute, die machen und die Leute, die sich Dinge wünschen die ganze Zeit. Man müsste mal. Müsste man mal. Ja, ja, müsste man mal. Ist auch so. Ja. Das gibt's häufiger. Gibt's häufiger. Ja, wir haben noch den IRC-Chat drauf. Genau. Also den gibt's auch. Internet Relay Chat. Das ist natürlich auch eigentlich nur was für Leute, die es schon kennen. Ja.
da gibt es eben auch Piratenkanäle, in denen man dann eben per Tastatur mitchatten kann. Ja. Das ist auch erstaunlich lebendig. Ich habe immer gedacht, naja, wer macht schon noch IRC? Aber ja, also ich war total angetan. Das war während des letzten Landesmitgliederversammlung. Das kann ich ja mal offenlegen, was ich da wirklich getan habe. ja, ich war in der Versammlungsleitung, aber das sind ja mehrere. Das heißt, wenn ich mal gerade nicht dran war, hatte ich da auch das IRC offen, wo ich dachte, das sei gar nicht mehr aktuell. Und da gab es tatsächlich Kanäle, einen Kanal, der sich direkt mit der Landesmitgliederversammlung beschäftigt hat. Da konnte man also böse Bemerkungen loswerden über jemanden, der gerade am Mikrofon steht. Ja. Da gab es natürlich genug Anlass. Und dann, weil dann jemand sagt, ja, geh doch mal in den Kanal, also über IRC selbst, geh doch mal in den Kanal, dann war ich in irgendeinem ganz seltsamen Kanal von ich glaube, da waren irgendwelche Informatikstudenten, Open Source und was. Und die unterhielten sich über Piratenthemen und das waren auch lauter Piraten. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz lustig. Gut, das muss man jetzt nicht dauernd haben, aber wer das mag, kann das eben auch mal haben. Also IRC, ein Kessel buntes. Man kommt viel rum im Internet. Genau. So, dann haben wir jetzt noch so den zweiten... Ja, der zweite Block, den ich hier vorgesehen habe, ist, wie kommt man an Informationen? Ja. Also, ich muss ja irgendwie mehr wissen über die Piratenpartei. Und das ist ja genau das Problem, was wir vorhin hatten. Dann sagt man, ja, steht im Wiki. Mhm. Also, es gibt wiki.piratenpartei.de, aber da steht immer alles Mögliche drin. Ja. Und so viel. Das ist eben so ein bisschen wie die Encyclopedia Galactica, wo man dann auch nichts mehr findet. Das ist ja ganz schön, dass es das gibt, aber ist halt nicht zu bewerkstelligen. Das Wiki hat, das Wiki ist tatsächlich so eine Hassliebe, ne? Also viel, man braucht es an vielen Stellen einfach um Daten, um Protokolle und andere Sachen zu sichern, aber es ist eigentlich nicht das, was man will. Eigentlich will man ein anderes System zum Content Management. Ich habe jetzt nicht genau mich damit beschäftigt, dann sollte ich am besten die Klappe halten. Ja. Aber ich möchte trotzdem mal sagen, ich habe das Gefühl, dass es auch nicht die aktuelle Version von MediaWiki ist. Also ich finde es zum Beispiel völlig unerträglich, dass ich, wenn ich in den in die Suchfeld was eingebe und es gibt diese Seite, dann geht er trotzdem auf die Suche. Bei der Wikipedia geht er dann natürlich auch entsprechend auf die Seite und macht sogar noch Vorschläge. Ja. Das würde viel abkürzen, aber da muss man dann durch die Suche und die Suche ist halt bei MediaWiki nicht so toll. Also ich suche oft dann doch über Google lieber. Ja, Google crawlt das Wiki gut. Ja, nee, man kann bei Google einfach eingeben, also das Suchwort und dann dahinter site Doppelpunkt, also site Doppelpunkt piratenpartei.de und dann hat man's. Ne? Ja. Ich würde aber, wenn ich jetzt Neuling in der Piratenpartei wäre, würde ich nicht ins Wiki gehen. Das schreckt ab. Ich würde. Siehst du hier das Wiki auf meiner Liste? Nein. Ich hatte gedacht, du hättest es vergessen. Nein, ich wollte das Wiki einfach. Wolltest es gar nicht erwähnen. Abschreckung vielleicht mal erwähnen und dann sagen, wie man wirklich also an Informationen. Genau. Also meiner Meinung nach bringt es erstmal viel den Namen des Landesverbandes oder des Bundeslandes, in dem man wohnt oder die Stadt, in der man wohnt, wie wir es eben gesagt haben, zu googeln einfach. Ne? Also in Berlin ist das einfach, dann kommt man auf das Blog der Piratenpartei Berlin. Mhm. Und das ist ja jetzt ein bisschen aufgeräumter und da findet man eigentlich auch alle Informationen, die man braucht. Wobei ich glaube zum Beispiel aktuelle Landesvorstandsprotokolle oder so findet man da auch nicht. Ne? Nee, aber da gibt es dann zum Beispiel einen Link ins Wiki zur Vorstandsseite oder so. Genau. Ja, da sind diese Webseiten ganz gut. Was hast du denn? Dann arbeiten wir uns mal hier durch diese schöne Mindmap. Ja. ML. Mailingliste. Leider. Ja, die Mailingliste. Da können wir das berühmte Zitat von Tim Pritloff bringen, das überlasse ich dir. Ja, genau. Also ich habe mich mal auch mit Tim Pritloff lange über Mailinglisten unterhalten und da meinte er sinngemäß sowas wie, Mailinglisten sollten kein elementarer Bestandteil irgendeiner Entscheidungsstruktur sein. Und da hat Tim einfach recht, weil Mailinglisten sind einmal technisch kompletter Anachronismus. Man muss sich das so vorstellen, man schickt eine Mail an diese Liste. Also der erste Schritt ist, ich abonniere eine Liste. Ja. Das heißt, ich trage meine E-Mail-Adresse auf diese Liste ein und der zweite Schritt ist dann,
dass ich an diese Mailingliste E-Mails schicke oder E-Mails bekomme, auf die ich dann antworten kann, wieder auf diese Liste. Und das ist dann im Grunde genommen sowas wie ein Forum E-Mail. Ja, also die einzelnen Diskussionen, die werden dann quasi über die Betreffzeile der Mail definiert. Ja, und ich diskutiere dann zu einzelnen Themen auf dieser Liste. Wenn, das ist wie ein Forum eigentlich. Wie ein Forum. Und es wird ja auch gesynkt. Dann gibt es ein Sync-Forum für die Mailinglisten. Das heißt, man kann es auch über die Mailinglisten, man kann sie auch mitlesen über ein Forum, wenn man das lieber mag. Das ist ein bisschen geschmacksam. Ja, wenn Menschen jetzt komplett vernunftbegabte Wesen wären und keine irrationalen, ja, und wenn Menschen in der Schule schriftliche Kommunikation an würden, ne? Also man hat ja nicht ohne Grund früher mal gelernt, wie man Briefe schreibt oder so, ne? Damit man da nicht falsch verstanden wird und damit das immer schön höflich klingt, ja. Also wenn die Sachen gegeben würden, würde ich sagen, okay, let's give it a try, aber ganz ernsthaft, ich habe das neulich nochmal getwittert, also wenn ich heute sowas wie eine Mailingliste erfinden würde, dann würde man mich wahrscheinlich sofort erschießen. Also ja, man kann wirklich 95% der Piratenpartei-Mailinglisten kann man einfach komplett in die Tonne kloppen. Also ich würde wirklich den Tipp geben, wenn man irgendwo vor Ort sich einbringen will, kann man die lokale Mailingliste vielleicht abonnieren, wie ich das ja zum Beispiel hier mit unserer Crew-Mailingliste mache. Die ist überschaubar, aber schon auf der Landesebene, also Landesverband Berlin, da steht auch im Header, Vorsicht, viele Mails. Ja. Das ist auch durchaus richtig. Und es ist nicht nur die Menge der Mails, sondern oft auch die Qualität dieser Mails, die ich für abschreckend hatte. Ja. Also ich würde wirklich jeden davor warnen, aber das ist jetzt das Problem. Wenn wir davor warnen, also wie wenn man vom Rauchen warnt, hinterher rauchen die Leute doch. Genau. Also wenn wir jetzt sagen, lasst es mit den Mailinglisten, dann ist das natürlich so interessant, dass es jeder sofort ausprobieren möchte. Ich weiß es nicht. Es ist ja noch nicht mal interessant. Es ist einfach langweilig. Nur wenn man so einen Nimbus aufbaut, dann wollen die Leute es halt sehen und sind dann hinterher frustriert, weil es ihnen doch nichts gibt. Ja, also man muss es sagen, es ist ein abschreckendes Beispiel. Es ist langweilig, da tummeln sich. Also das ein übliches Mailinglistenphänomen ist ja, dass ein Bruchteil der Leute, meistens so 10-20% der Leute, die auf einer Liste angemeldet sind, sind für 80-90% aller E-Mails verantwortlich. Ja? Man muss sich das dann also so vorstellen, dass immer dieselben Leute immer dieselben Sachen sagen und dabei irgendwie unfreundlich sind. Also man kriegt irgendwie viele Mails, in denen irgendwie nur Stuss drin steht und verschwendet wirklich aktiv Lebenszeit. Aber ich kann als einfaches Beispiel sagen, ich habe seit über einem Jahr die Mailingliste des Berliner Landesverbandes nicht mehr abonniert und ich bin auch nicht gestorben oder habe irgendeine wichtige Parteiveranstaltung verpasst. Was eine sinnvolle Sache zum Beispiel ist, ist die Ankündigungsmailingliste. Ja. Da gibt es darüber, das ist eine Mailingliste, auf der kann halt nicht diskutiert werden, auf die können auch nur ein begrenzter Teil von Menschen draufschreiben, also die auch tatsächlich Dinge anzukündigen haben. Und diese Mails enthalten dann oft Informationen zu Landesmitgliederversammlungen, zu jetzt im Wahlkampf Unterschriftensammelaktionen, zu anderen Veranstaltungen. Das ist tatsächlich interessant. Da kriegt man tatsächlich nochmal was mit. Aber so dieses Landesliste, da wird das ist also tatsächlich verschwendete Lebenszeit. Und was auch wieder ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, was man betonen muss, wir haben jetzt euch die Mailinglisten quasi schmackhaft gemacht, weil wir so einen Nimbus darum erzeugt haben. Mailinglisten sprechen nicht irgendwie für die Piratenpartei Berlin oder für die Piratenpartei Deutschland, sondern das sind die Stammtische. Das sind die virtuellen Stammtische. Ja. Also wenn ich irgendwie wissen will, was in der CDU passiert, dann gehe ich auch nicht in irgendeinen Stammtisch am Arsch der Welt und höre dann dort zu und schreibe am nächsten Tag irgendwie in die Schlagzeilen, ohoho, CDU ist gegen Ausländer. Ich meine, gut, sie ist gegen Ausländer, aber das wird man auf dem Stammtisch nochmal anders hören
als... Ja, und auf der Mailingliste liest man auch Dinge, wo man sich mal fragt, wieso trauen sich die Leute mit sowas an die Öffentlichkeit? Ja, ja. Also eine Mailingliste ist ja öffentlich, es wird alles archiviert, das wird man ja nicht wieder los, was man da einmal geschrieben hat. Ja. Deshalb wäre ich da immer zurückhaltend. Und deshalb verstehe ich auch nicht, es ist ein bisschen bigott in der Piratenpartei. Auf der einen Seite, wenn man sagt, oh, alles Datenschutz und so, die müssen da Liquid Feedback, das muss regelmäßig gelöscht werden. Ja, ja. Aber in der Mailingliste, da lässt man sich dann hinreißen zu allen möglichen Äußerungen, obwohl man da... Da kann man halt nichts löschen, weil die Leute die Mails auf ihren Rechnern haben. Ja, ja, klar. Da haben dann 100 bis 200 bis 300 Leute haben dann die Mails auf ihrem Konto. Ja. So. Und auf dem Aspekt her sind Mailinglisten irgendwie ziemlich, ziemlich absurd. Ja. Maillisten sind absurd. Ich wäre dafür, weißt du was, ich stelle mal zum nächsten Bundesparteitag stelle ich mal einen Antrag, dass alle Mailinglisten abgeschaltet werden. Ja, na, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Da beglückwünsche ich mich jetzt schon zu. Ja, ja. Dann ein viel sinnvollerer Kanal. Ja. Das war nämlich jetzt eine gute Überleitung. Ja. Ein viel sinnvollerer Kanal als Mailinglisten ist Twitter. Mhm. Twitter ist gut. Die Leute beschimpfen sich zwar auch über Twitter. Ja, Twitter gilt hier, hat ja den Untertitel Empörungsplattform. Ja, genau, genau, ja, ja, das Empörungstool Twitter, über die dann die sogenannten Shitstorms aufziehen. Ich glaube ja auch tatsächlich, dass das Wort Shitstorm sich im Grunde genommen erst durch die Piratenpartei im deutschen Internet so etabliert hat, wie es sich im Moment etabliert hat. Ich glaube auch. Das müsste man mal erforschen, wo das herkommt. Mhm. Also Twitter ist gut. Twitter ist ein Kurznachrichtendienst. Da gibt nur 140 Zeichen, deswegen muss man sich kurz fassen. Ich zum Beispiel, mir gelingt es nicht so gut. Ich habe mal heute geguckt. Ich glaube, ich twittere im Durchschnitt 38 Tweets am Tag. Ich bin also ein Viel-Twitterer. Es gibt aber auch wenig Twitterer. Und das Schöne an Twitter ist, ich kann also nicht nur Piraten folgen, sondern ich kann auch Mitglieder anderer Parteien folgen, wenn ich das denn möchte. Ich kann Prominenten folgen. Ich kann Barack Obama folgen. Ich kann Lady Gaga folgen oder Justin Bieber, wenn man das möchte. Und ich kann aber auch ganz genau aussuchen, welche Piraten den Piraten nicht folgen möchte, also so dieses Clustering, was du gesagt hast, ne? Also man kann da relativ schnell Gleichgesinnte finden, also zum Beispiel den Zeitweise, den habe ich über Twitter kennengelernt. Mhm. Ne? Also das ist tatsächlich interessant und ganz großer Vorteil bei Twitter ist, Twitter ist durchsuchbar über Hashtags. Mhm. Ich kann also Hashtags, das sind so, da macht man diese Rauten, diese Hashes und danach ein Wort. Und dann klickt man da halt drauf und findet alle Tweets, die dieses Hashtag enthalten. Und dann kann ich zum Beispiel nach Piraten, also Hash Piraten suchen, ja, und finde alle Tweets mit Piraten. Und dann finde ich automatisch ganz viele Leute, die irgendwas mit der Piratenpartei zu tun haben. Mhm, ne? Und dann gibt es zu Veranstaltungen, wie zum Beispiel so den eben erwähnten Parteitagen oder jetzt das Camp oder so, gibt es dann verschiedene Hashtags, was dann halt den Vorteil hat, dass ich mich immer abhängig von Veranstaltungen immer mir angucken kann, okay, was twittern denn die Leute an einem Ort? Mhm. Twitter ist auch öffentlich, ja, das heißt, das kann auch jeder sehen. Ja, man kann sich das aber auch so einstellen, dass das nur Leute sehen, die man dafür auch freigibt. Dann hat man natürlich nicht so eine große Reichweite. Und das ist auch das Schöne an Twitter im Gegensatz zu so einer Mailingliste, ja. Also wenn eine Mailingliste, wenn da jemand eine Mail schreibt und die komplett schwachsinnig ist, dann kriegen die alle Abonnenten einer Mailingliste. Jemand, der viel schlechtes Zeug twittert, der hat nur sehr wenige Leute, die einem followen. Das ist das, was man machen muss, um diese Tweets lesen zu können. Man muss einer Person followen. Und wenn der halt immer nur Stuss schreibt, dann hat der wenige Follower. Und wenn man aber viele Follower hat, dann gibt es eine Funktion, die heißt Retweet. Ja? Das heißt, man nimmt diesen Tweet und drückt dann auf einen Knopf und schickt diesen Tweet nochmal an alle Leute, die einem selbst followen. Und dann breiten sich sogenannte Meme
über dieses Twitter halt aus, in dem halt funktioniert so ein bisschen wie so ein neuronales Netz. Ja, also gute Sachen verstärken sich gegenseitig, ja, ja, und schlechte Sachen werden halt einfach vergessen. Und das ist der große Vorteil an Twitter. Ich habe zum Beispiel, dass jetzt Michael Jackson gestorben ist oder so, habe ich über Twitter herausgefunden. Mhm. Ich krieg auch die meisten, ja, Nachrichten mit über Twitter. Und was auch man nicht unterschätzen darf, ist, es ist eine Gegenöffentlichkeit zu den etablierten Medien. Das ist auch nochmal sehr interessant. Mhm. Ne? Also in den etablierten Medien wurden über die Studentenproteste in Spanien kaum berichtet. Oder so, ja, stehen da so auf der Straße und finden das jetzt nicht so gut so, aber am Lack. Und auf Twitter sieht man dann halt irgendwie die Fotos und die Links auf YouTube oder sonst irgendwo hin mit den Videos, wo die Polizisten die Studenten verprügeln und so. Ne? Und das ist der Punkt, das hattest du bisher nicht erwähnt. Ja. Das Wesentliche bei Twitter und das wirklich Interessante ist eben, dass da Links geschickt werden, auf die ich klicken kann und dann habe ich halt mehr Informationen. Ja. Und das eben, und ich verpasse auch wenig, weil gute Links natürlich immer wieder retweetet werden. Das heißt, wenn ich nicht immer aufmerksam bin, bekomme ich trotzdem die wichtigsten Dinge mit. Und das ist schon erstaunlich, das funktioniert erstaunlich gut. Also von daher kann ich da wirklich nur empfehlen, also bei Twitter sich anzumelden. Und ich habe die Beobachtung gemacht, dass Leute angefangen haben, also von Twitter nichts gehalten haben, aber dann doch mal mitgelesen haben und dann plötzlich selber auch angefangen haben zu schreiben oder zu retweeten und so. Und das, das ist dann schon nochmal eine Verbesserung der Kommunikation und man kann sich selber einbringen. Ja, nee, und das ist zum Beispiel für mich persönlich, ist Twitter so die Hauptinformationsquelle, was so Piratendinge angeht und da wird man eigentlich ganz gut informiert. Ja. So, dann es haben gibt wir noch einen alternativen Dienst, da möchte ich darauf hinweisen. Twitter ist ja nun so ein großes Unternehmen, wo alles zentral läuft und dann gibt es auch noch Identica, identi.ca. Das ist ein verteiltes System, Open Source und so. Da kann man vielleicht auch erstmal so als Einsteiger rein. Das hat nämlich so ein paar Vorteile. Zum Beispiel gibt es da Gruppen. Man kann einer Gruppe beitreten und kriegt dann alle Nachrichten an diese Gruppe. Zum Beispiel gibt es eine Gruppe Piratenpartei und eine Gruppe Piraten. Und das ist dann auch sehr schön, weil man dann natürlich auch gewisse zugepasste Informationen bekommt. Und da das halt immer weniger sind als bei Twitter, ist es auch ein bisschen familiärer. Also kann man zusätzlich auf jeden Fall sich auch noch anschauen. Ja, und dann gibt es auch noch Jabba. Jabba ist so ein Instant Messenger System, was ich auch empfehlen kann. Denn es ist folgendes Problem bei Twitter. Ich kann nicht direkt kommunizieren, wenn der, mit dem ich direkt kommunizieren will, mir nicht folgt. Ne, das stimmt nicht. Ich kann schon über sogenannte Ad-Replies, dann sehen das alle. Wenn man also so im Verborgenen mauscheln möchte. Ja, man will vielleicht mal jemandem seine Telefonnummer mitteilen und so, das sollen ja dann vielleicht nicht alle sehen. Ja. Es geht da nicht so sehr ums Verborgene. Ja, nee, aber Jabba ist tatsächlich ein sogenannter Instant Messenger. Ja, wie zum Beispiel die Chat-Funktion bei Skype oder früher war ja ICQ sehr populär. Das kann man dann benutzen. Da gibt es verschiedene Server, ist auch Open Source, ne? Genau, der CCC hat auch einen Server. Ich benutze den vom CCC, der ist meistens ab. Wobei der hat irgendwie Schluck auf im Moment, was die Kommunikation mit dem Piratenpartei-Jabba-Server angeht, aus irgendeinem Grund, verstehe ich aber auch nicht. Mhm. Man kann das aber auch mit Google Chat, glaube ich, verbinden. Ja, genau. Also es gibt da auch ganz viele Schnittstellen. Und gerade für den Mac gibt es da einen sehr schönen Client, Adium. Mhm. Dafür kann man ganz viele Messenger zusammenführen. Und Jabba ist da ein, früher stand in den Anleitungen zur Software immer drin, mächtiges Werkzeug. Das iPad eine Twitter-Nachricht, genau, das ist nämlich das andere Schöne, die meisten mobilen Endgeräte, also die von der Firma Apfel und auch die Android-Geräte, haben Clients, sogenannte Clients für Twitter.
aber auch für Jabber. Ja. Und man kann sich das also dann auf sein mobiles Endgerät ziehen und Twitter so ein bisschen benutzen wie SMSen. Mhm. Ja. Oder Jabber. Oder Jabber. Das geht an der Stelle auch. So, und dann Jabber, wie gesagt, die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Man schreibt es J-A-B-B-E-R. Mhm. Und wie gesagt, ich empfehle jetzt mal den CCC-Server. Es gibt aber auch einen Piratenpartei-Server. Muss man dann gucken, wie man glücklich wird. Genau. Ja, also ja. Auf jeden Fall empfehlen. Ja. So, jetzt habe ich hier noch aufgeschrieben, Infos über die Piratenpartei. Ja. Infos über die Piratenpartei kann man bekommen, zum Beispiel über die Pressemitteilungen der Piratenpartei. Die sind auch auf piratenpartei.de gleich zugreifbar. Das geht gleich los mit den Pressemitteilungen. Und da, das ist nicht schlecht, um sich einzulesen. Also ich glaube, das Beste an den Pressemitteilungen ist, dass man sie nutzen kann, um sich mal einzulesen in die Piratenpartei. Sie taugen, glaube ich, nicht so sehr als Pressemitteilungen. Sie taugen aber als allgemeine Information. Denn sie sind, warum taugen sie nicht so richtig als Pressemitteilung? Das kann ich sagen. Ja. Das habe ich aber auch schon der Presse gesagt. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich versuche es in einfache Worte zu fassen. Es gibt eine Regel für Pressemitteilungen. Mhm. Diese Regel ist, wenn du eine Pressemitteilung rausgibst, fängt die so an, trifft, damit man halt weiß, was das Thema ist. Weiß ich nicht, Vorstoß, FDP, ist ja auch egal, die wollen ja alle dasselbe. Vorstoß, Grün-Rot, Vorratsdatenspeicherung, Baden-Württemberg. Und dann einfach zum Vorstoß der roten Regierung in Baden-Württemberg verlautbart, sagt der, politische Geschäftsführer AD der Piratenpartei Folgendes. Und dann Doppelpunkt. Und dann drei Absätze, das reicht, kurz und knackig, direkte Rede. Direkte Rede finden die Journalisten ganz toll, weil direkte Rede hat nämlich den Vorteil, dass man alles aus ihr machen kann. Mhm. Man kann indirekte Rede draus machen, wenn man das in einen Artikel verwursten will. Man kann es als direktes Zitat nehmen. Mhm. Oder man kann es komplett abschwächen und sagen, aus Kreisen der Piratenpartei wurde verlautbart das. Man kann auch einfach den Sinn nehmen. Ja, wenn da also ellenlang erklärt wird, dass man die Vorratsdatenspeicherung schlecht findet oder scheiße, und der Journalist jetzt aber keinen Bock hat, nochmal die ganzen Gründe aufzuschreiben, dann schreibt er einfach aus die Piratenpartei verlautbarte in einer Verlautbarung, dass sie das schlecht findet. So. Ja. Und verstehe nicht, obwohl zum Beispiel ich das auch schon an diversen Stellen bei der Bundespresse gesagt habe, Journalisten das ja auch sagen. Das ist ja, ich weiß das ja jetzt auch nicht, weil ich irgendwie so komplett, weil es eines Nachts das Mondlicht auf mich schien und ich dann so eine Epiphanie hatte und dann wusste, wie das funktioniert, sondern ich habe einfach gefragt. So. Und das ist das Problem, warum unsere Pressemitteilung, das ist auf Landesebene, ist das dasselbe Problem. Das ist überall das Problem bei unseren Pressemitteilungen. Und ich glaube, das kommt bei den Piraten ein bisschen aus diesem Themen statt Köpfe, was ja an manchen Stellen noch so gesagt wird, so, oh, da kann doch nicht eine Person irgendwas sagen. Und deswegen sind unsere Mitteilungen eigentlich, und deswegen sagst bist du, da hast du komplett recht, taugen sie so als Information, weil es sind eigentlich Blogbeiträge. Also wir schreiben eigentlich unseren eigenen redaktionellen Content und füllen den mit Zitaten von Amtsträgern. Ja. Und das sind aber keine Pressemitteilungen, das sind Artikel. Und kein Journalist zitiert einen Artikel, den die Piratenpartei rausbringt, sondern Journalisten können nur das zitieren, was gesagt oder gemacht wurde. Deswegen, ich stelle mal die steile These auf, dass das hier wahrscheinlich dann auch wieder auf taube Ohren stößt, aber eigentlich
muss man Pressemitteilungen, wie gesagt, so schreiben, direkte Rede von relevanten, für die Presse relevanten Personen. Das ist ja auch immer so die Tragik, was bei den Piraten nicht verstanden wird. Also ich kann halt, klar kann ich als einfaches Mitglied vom Stammtisch Truchtlaching große Reden schwingen, aber das interessiert im Zweifelsfall halt keine Sau, weil ich halt als Journalist auch nicht die Zeit habe zu überprüfen, ist das denn jetzt tatsächlich die Parteimeinung oder nicht? Von einem Vorsitzenden oder von einem Amtsträger oder von einem Kandidaten geht man aus, dass dieser in der Öffentlichkeit die Parteimeinung vertritt. So. Ja, ich meine, das ist schon auch so eine Diskrepanz zwischen dem Sein der Piratenpartei und dem, wie sonst Parteien funktionieren. Es ist halt bei anderen Parteien wirklich so, dass der an der Spitze steht, die Kompetenz hat, für alle zu sprechen. Und bei der Piratenpartei geht es halt dann tatsächlich von anderen Leuten aus. Und das ist halt... Ja, aber sorry, ne? Also wir sind halt eine politische Partei, ne? Und das Ziel einer politischen Partei ist es, auf friedlichen und demokratischen Wege die herrschenden Zustände in einem Land zu verändern, indem sie sich in ein Parlament wählen lassen und am Ende auch in Regierungsverantwortung kommen, ja? Und wenn es unser Ziel ist, in Regierungsverantwortung zu kommen, dann muss unser Handeln und das, was wir machen, danach ausgerichtet werden, dieses Ziel zu erreichen. Ja, richtig. Ja? Die Beschäftigung mit einer Mailingliste führt nicht dazu, dieses Ziel zu erreichen, ja? Ein Stammtisch im dicken Engel vielleicht ein bisschen mehr, aber am Ende auch nicht, ja? Was die bisherigen Wahlen in diesem Jahr 2011 gezeigt haben, ist, dass wir in der Lage sind, unsere Bundestagsergebnisse zu reproduzieren und nicht mehr. Und das liegt nicht daran, dass wir keine aktiven Piraten haben. Die Piraten stehen auf der Straße. Das ist übrigens auch noch eine schöne Gelegenheit, um Piraten kennenzulernen. Wenn man also einen Wahlkampfstand oder Leute mit Piraten-T-Shirt oder Piratenflagge sieht, einfach mal ansprechen. Das ist wahrscheinlich zum Beispiel in Berlin, Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Jahr ist das noch Wahlkampf. Aber die Leute haben sich, ich war ja selber zum Beispiel in Hamburg am Anfang dieses Jahres schon dabei, die Leute haben wirklich Oberkante, Unterlippe gearbeitet. Ja, dass wir zum Beispiel in Sachsen-Anhalt und in den anderen Bundesländern werden die Zahlen ähnlich sein, ich kenne sie jetzt nur für Sachsen-Anhalt, dass wir dort nur von 0,1% der über 60-Jährigen gewählt worden sind. Das liegt daran, dass wir in den alten Medien, ja, also alles, was auf Papier gedruckt wird und Radio und Fernsehen nicht vorhanden sind. Und da können wir uns auf den Kopf stellen. Aber die Piratenpartei wird aufgrund ihrer 2% nicht die deutsche Medienlandschaft verändern. Das schafft sogar die CDU mit ihren, ich weiß nicht wie viel Prozent, was haben sie im Moment, 38 irgendwie nicht. Ja? Die haben natürlich konservative Journalisten, die ihnen wohlgesonnen sind. Was wir nicht rallen bei der Pressearbeit ist, es gibt viele Journalisten, viele Medienschaffende, die uns äußerst wohlgeworden sind, die ja auch irgendwie sehen, okay, eigentlich bedarf es einer Partei wie der Piratenpartei. Wo wir nur nicht aus dem Knick kommen, ist, diese Menschen auf eine Art und Weise anzusprechen, dass die auch tatsächlich was über uns berichten können. Und das ist ja irgendwie der Punkt. Die können ja nicht Journalisten, die uns wohlgesonnen sind, oder mal zumindest die Bereitschaft haben, über uns zu berichten, die können ja nicht die Artikel irgendwie selber schreiben, beziehungsweise das, was wir zu dem Artikel beitragen müssen, selber schreiben. Ja, also die Inhalte brauchen die Inhalte müssen also ja von uns kommen. Und wenn wir die, und wenn wir die nicht auf eine Art und Weise liefern, wie wir die brauchen, und da müssen wir uns halt leider an der Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit ganz klar an die Regeln des Spieles anpassen. Damit machen wir uns ja nicht irgendwie zum Obst oder zur Nutte, sondern man muss es vielleicht auch unter diesem Nerd-Gedanken irgendwie sehen. Wir hacken das System. Die Partei kann ja intern noch Strukturen haben, weiß ich nicht, wie man es gerne hätte. Aber nach außen hin, in der Außenkommunikation, muss die Partei ein gewisses Bild bedienen. Und das werden wir mit so einer Art von Pressemitteilung irgendwie nicht hinkriegen. Ich hab's ja in Heidenheim versucht zu erklären.
ich wurde dafür ja auch beschimpft. Ne? Das ist ja dann auch das Problem, wenn man dann mit den Leuten redet, dann hat man da Befindlichkeiten, weil sie schon da das so lange machen. Ich frage mich aber, was Leute treibt, die den ganzen Tag irgendwie versuchen, Pressemitteilungen zu schreiben und die nie von irgendjemandem aufgenommen werden. Also quasi der Erfolg gleich null ist. Ja. Aber gut, wenn man, das ist dann wahrscheinlich irgendwie selektive Wahrnehmung oder ich weiß es gut, nicht. Aber gut, bevor gesagt, ich jetzt hier irgendwie zu, das war ja jetzt schon wieder mal ein epischer Rant. Wir machen das hier aber eigentlich für Neumitglieder. Ja, und für die sind die Pressemitteilungen. Für die sind unsere sogenannten Pressemitteilungen äußerst nützlich. Da findet man schon Informationen. Da kann ich auch die einzelnen Landeswebseiten wieder empfehlen. Da hat man auch oft zu regionalen Themen nochmal genau. Mitteilung. Ja. Okay, ja, jetzt sind wir dann gleich schon bei den beim Pressemitteilungen. Von da aus müsste man eigentlich auf die Blogs kommen, ja. Weil unsere Pressemitteilungen, wie du ja auch schon gesagt hast, so eine Art Blog sind. Ja. Dann sind wir also bei den Blogs. Da gibt es eine ganze Menge Piraten, die bloggen. Ja. Vor allen Dingen eben tatsächlich Piraten und nicht unbedingt die Partei selbst. Und die kann man sehr gut sich anschauen, beziehungsweise die werden alle aggregiert im Piratenmond. Piraten-mond.de ist ein Feed-Aggregat eigentlich, in dem RSS-Feeds gesammelt werden und auch kategorisiert werden. Kann man zum Beispiel mal anfangen, da gibt es so einen Feed, der heißt irgendwie, glaube ich, Exquisit, wo halt irgendwie Sachen, die besonders gut sind, irgendwie aufgenommen werden. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Früher hat sich dann, glaube ich, mal der Ben drum gekümmert. Ich weiß nicht, wer das jetzt macht. Also wie gesagt, das wird dort werden Sachen zusammengefasst und da gibt es auch thematische Kategorien. Also man kann sich da sehr schön durchklicken und dann interessante Blogs dann auch anschauen. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele und auch sehr, sehr gute Sachen. Ja. Um auf diese Blogs zu kommen, wieder, wenn man das nicht über den Piratenmond macht oder nicht googeln möchte, dann kann ich da tatsächlich auch nochmal Twitter empfehlen. Ja. Ja. Weil dort, also bei mir ist ja auch so, wenn ich einen neuen Blogbeitrag schreibe, dann benutze ich ja auch Twitter als so eine Art Verteiler, um die Leute irgendwie auf meinen Blog irgendwie zu ziehen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja, das funktioniert sehr gut. Also mir ist gerade noch was aufgefallen, wo wir jetzt bei Twitter und Blogs und so ein bisschen dieser sozialen Netzwerkgeschichte sind. Es gibt natürlich auch Facebook. Ja, ja, ne? Stimmt. Das habe ich nicht drauf, weil ich Facebook immer so ein bisschen ignoriere. Das ist aber dumm. Ja, das ist halt die Piratenpartei-Blindheit an der Stelle. Ja. Ne? Also ich sag ja, wir müssten eigentlich Facebook jetzt nicht kategorisch verdammen, sondern halt im Sinne eines Verbraucherschutzes oder einer Kampagne, die dein Bewusstsein, ein Problembewusstsein schafft, halt einfach darauf hinweisen, wie man Facebook nutzen kann und wie man es möglicherweise nicht nutzen sollte. Also man sollte da zum Beispiel, weiß ich nicht, es gibt da Leute, die laden da die Fotos ihrer Kinder hoch. Das sollte man möglicherweise nicht tun. Ja, man sollte auch vielleicht nicht alle möglichen Adressdaten und sonst irgendwas über sich angeben. Aber wenn man das zum Beispiel wie ich benutze, das halt gut, da muss ich jetzt auch mal gucken, ob das beim Wahlkampf irgendwie Sinn ergibt. Ich habe mir dann da so ein Politikerprofil angelegt. Ich nutze das aber auch vor allen Dingen zum Chatten. Ne? Das ist sehr praktisch, um sich wirklich auch mit den Leuten zu vernetzen, die, sag ich mal, der Piratenpartei nahestehen, aber die halt nicht in der Piratenpartei sind. Und über Facebook kriegt man sie dann eigentlich alle. Und denen kann man denen auch mal eine Nachricht oder sonst irgendwas schicken. Das ist schon echt interessant. Und dann hat man da ja auch so eine Art Stream wie Twitter. Ich finde das leider bei weitem nicht so aufgeräumt, weil man da halt wirklich alles sieht mit allen Leuten, mit denen man da irgendwie befreundet ist und das ist dann auch irgendwie zu viel. Aber Facebook wird, wie gesagt, von den Piraten ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil wir eigentlich so gefühlt dagegen sind.
vertun da aber meiner Meinung nach eine große Chance, weil die meisten Otto-Normal-Internet-User haben halt einen Facebook-Account. Gibt es da so eine Piratengruppe? Oder es wie? Gibt da eine Piratenparteigruppe, es gibt auch eine Bundesvorstandsseite, der man folgen kann, es gibt eine Piratenparteiseite, die man liken kann. Es gibt ganz viele Leute, jetzt auch gerade im Berliner Wahlkampf, die sich dort Politikerprofile angelegt haben, wo man Fan werden kann und so. Ja, also da gibt es auch einen mannigfaltigen Mikrokosmos, der ist nur viel kleiner als bei allen anderen Parteien. Ne? Man muss halt sehen, diese ganze Infrastruktur, die Piratenpartei mit Wiki und Mailingliste und so hat, haben andere Parteien ja gar nicht. Ne? Die benutzen dann Facebook auch teilweise tatsächlich für Parteiarbeit, um sich da in irgendeiner Form zu verabreden oder sich irgendwelche Dokumente hin und her zu schieben, was ja einem Piraten irgendwie nie einfallen würde. Ne? Und gut, also Facebook und die Piratenpartei, das ist nicht so einfach. Und Facebook ist natürlich auch, was so Datenschutz und so angeht, eine etwas schwierige Kiste, aber man sollte sich davor nicht verschließen. Ja. Ja, okay, haben wir also auch notiert. Podcasts habe ich dann auf der Liste. Ja, was sind Podcasts? Ja, Podcasts sind sowas, was man gerade hört hier. Ja gut, das weiß aber vielleicht auch nicht immer. Heißt das eigentlich dieses Pod in Podcast? Kommt das eigentlich von iPod? Genau, weil das damals losging. Dem iPod, da hatten plötzlich viele Leute so ein Gerät, mit dem man halt was hören konnte. Und RSS-Feeds gab es ja auch schon. Und haben die Leute halt so kleine Radioprogramme gemacht, angefangen. Und dann... Und man ging das über iTunes damals, das war ja auch die erste Plattform, wo das verteilt wurde. Es ging natürlich über RSS-Feeds auch ohne iTunes, aber es war halt am bequemsten. Da fiel das dann plötzlich auf den iPod und man konnte da also regelmäßig was hören. Da gab es ja so ein paar ganz frühe Leute, also niemand wusste, wie man Podcast schreibt. Ja, dem Klaff schon das Chaos Radio adaptiert als Chaos Radio Express. War ja mit einer der allerersten Podcasts, die es gab. War also mehr so ein Experiment da, das Chaos Radio nochmal zu erweitern. Und ja, ich kann mich also noch gut erinnern, wie Tim damals über Podcasts sprach im Berliner Club. Und ich habe dann spaßeshalber damals einen Blogbeitrag in meinem Blog geschrieben und hatte, weil das so witzig war, die Leute im Club hatten irgendwie das mit Pott nicht so richtig verstanden. Da gibt es ja auch so eine starke Substanz, nicht so richtig Apple-Fraktion. Und dann hatten die Podcast, dann meinten die, da schreibt man irgendwie mit 2T oder so. Und dann habe ich in meinem Blogbeitrag spaßeshalber dann auch also von diesem Abend berichtet und dann eben Pott auch mit T geschrieben, also Podcast. Ja. Das ist natürlich dann auch dann wieder korrigiert. Aber in dem Artikel kam Podcast in verschiedenen Schreibvarianten vor. Ja. Und damit kriege ich heute noch Zugriffe von Google. Also es gibt immer noch Leute, die das erste Mal Podcast hören und es falsch schreiben und dann auf meinen Blog kommen. Ah, sehr gut, das ist sehr irgendwie, gut. Das hatte ich überhaupt nicht abgesehen, was da passiert. Das nenne ich mal Search Engine Optimizing oder wie man das nennt. Genau. Und das ist wirklich unglaublich, dass es immer noch Leute gibt, die nicht wissen, was ein Podcast ist oder vielmehr das nie geschrieben gesehen. Wie man es schreibt. Aber das Problem haben, glaube ich, ein paar mehr Leute. Ja, also wie gesagt, Podcasts kann man also hören. Das ist wie Radio. Inzwischen machen auch viele Radiosender Podcasts. Und mein eigenes, also seit 2004 hat sich so ein bisschen meine Welt gewandelt. Früher habe ich sehr viel Radio gehört. Heute höre ich sogar mehr, im Grunde mehr Radio, nur nicht mehr über das Radio, sondern über Podcasts. Mhm. Also das ist wirklich erstaunlich. Es ist ja auch wirklich einfach mittlerweile, was so die Aufnahmetechnik angeht. Ja. Ne? Also zum Beispiel der Zeitweise und ich, wir haben ja auch eine Zeit lang gepodcastet, so ich glaube so 10 Folgen waren das insgesamt, Piratengespräche hieß das. Und wir haben halt echt so die Bio-Variante genommen, weil er sitzt in München und ich sitze halt in Berlin. Und dann haben wir halt einfach über unsere iPhones, über die Aufnahmediktiergerätfunktion aufgenommen. Mhm. Und ich habe ihm dann immer die Dateien rübergeschoben und er hat sich das dann da zusammengepützelt. Und dafür, dass es halt irgendwie so komplett schlechte Aufnahmebedingungen waren, war die Qualität eigentlich in Ordnung.
Und also ich denke, das ist halt auch so ein Punkt, ne, was da zusammenkommt, ne? Die MP3, die einfache Möglichkeit, Dinge aufzunehmen, dann diese iPod und sonstigen MP3-Player, natürlich irgendwie im iTunes, dass man da so ein Ökosystem hat. Und da gibt es ja jetzt verschiedene Podcasts, wie zum Beispiel den Klabautercast, den ihr gerade hört. Den empfehle ich natürlich. Ja. Und ich muss auch sagen, also es ist immer schwer, sich selbst zu loben. Das will ich jetzt auch keinesfalls tun. Aber ich kann dich ja loben. Ja gut, das kannst du gerne tun. Aber wenn man jetzt mal guckt, es gibt auch natürlich auf dem Piratenmond einen speziellen Podcast-Feed, den ich mir vorher mal angeschaut habe, weil ich irgendwie so eine große Liste von Podcasts machen wollte, um die hier zu empfehlen. Aber so richtig beständige Podcasts, die auch immer wieder kommen, wo dann auch wirklich die Piratenpartei gut abgebildet wird, gibt es sehr wenige nur. Und ja, da ist der Klabautergast irgendwie der mit den meisten Folgen und so. Also wenn man sich rundum informieren will, kann man die von 1 bis 66 durchhören. Gut, das muss man vielleicht auch nicht, weil da auch Kandidatenvorstellungen sind, die jetzt vielleicht nicht mehr so relevant sind. Aber das ist dann schon ein gutes Mittel, um sich zu informieren. Und da ich mehr jetzt so der Audio-Typ bin, also mich lieber über solche Podcasts informiere als über lange geschriebene Texte, ja, kann ich das eben auch empfehlen. Ja. Und jetzt wollen wir natürlich nicht am Klabautergast hängen bleiben, da gibt es immer noch andere, die man jetzt lobend hervorhebt. Achso, ja, die man lobend erwähnen soll. Ja, es gibt noch die Hauptstadtpiraten. Das sind hier aus Berlin, aus der Festung der Finsternis. Genau, aus der Festung der Finsternis. Und da gibt es den Edelstoff-Podcast bei den Hauptstadtpiraten. Das ist der Gerhard Anger und der Andreas Baum, unser Spitzenkandidat. Die podcasten einmal in der Woche, immer nur so eine halbe Stunde. Das kann man sich dann also gut reinpfeifen, ja, gerade wenn man sich bequem über den Berliner Wahlkampf mal informieren möchte. Ja, dann gibt es das Piratencafé, das ist ein NRW-Podcast. Ne? Ja. Plätzchen und Alios. Plätzchen und Alios, gibt es die noch? Ja, die haben ja nie so viel gemacht. Also der letzte ist jetzt, glaube ich, vom April oder so. Aber das ist ja auch kein Schaden. Also man kann sich die alten Sachen ja auch anhören. Ja. Und ich denke, die machen auch weiter in irgendeiner Form. Ja. Nur eben, es muss dann halt immer auch ein bisschen was anstehen. Das ist jetzt nicht so ein Podcast, der jetzt jede Woche irgendwas macht. Ja. Da ist dann doch besser Edelstoff, der wirklich sehr, sehr regelmäßig das macht, aber das Piratencafé ist halt nach Bedarf. Ja, dann gibt es das Piratenradio, macht das der Schulze. Das ist kein richtiger Podcast. Ich habe es aber hier untergebracht, weil man sonst eine extra Kategorie aufmachen müsste. Das Piratenradio ist so Livestreaming. Da gibt es auch auf der Website Sachen zum Runterladen natürlich. Also wer jetzt einsteigen will und jetzt läuft es gerade nicht live, kann das da hören. Aber sonst ist das so ein Webradio, was besonders in den späten Abendstunden dann immer mal auf Sendung geht. Ja. Erfährt man auch am besten über Twitter, aber natürlich auch über die Website. Und wie gesagt, gibt da verschiedene Möglichkeiten. Aber ich kriege das halt immer über Twitter mit. Und dann kann man da eben auch direkt das hören und sich auch einwählen, also ein bisschen Talkradio, auch mit Einwahlmöglichkeit, und dann kann man da auch teilnehmen, auch ganz aktiv. Ja. Also das macht der Schulze und der macht das auch sehr aktiv an der Stelle, betreibt er das, der ist da ziemlich dahinter. Ja, jetzt hast du hier noch stehen Piratencast Sachsen und Freibeuterhafen. Ja, also da sind auch andere Podcasts, die aktiv sind. Piratencast Sachsen hat zum Beispiel eine ganze Serie gemacht über Zensus, also so eine thematische Serie, kann man also auch empfehlen. Die machen auch, die machen es ein bisschen anfallsweise. Als da die Sache mit dem Zensus war, da hatten sie halt diese Folgen hintereinander produziert, die man sich anhören kann, aber jetzt ist, glaube ich, auch seit April erstmal nichts gelaufen, oder ich glaube, Mai war noch was. Aber trotzdem hörenswert, finde ich, also gerade diese thematische Ausrichtung. Und dann habe ich hier noch den Freibeuterhafen. Der Freibeuterhafen ist so ein Stammtisch-Podcast, da wird einfach das Gerät beim Stammtisch aufgestellt. Das finde ich gewöhnungsbedürftig. Das ist auch qualitativ natürlich nicht, entspricht nicht den Ansprüchen, auch technisch nicht, die anderen stellen. Und deshalb Vorsicht, aber wenn man mal reinhören will in so einen Stammtisch, in Südland wird das gemacht, dann kann man das natürlich auch mal machen. Ich habe da auch teilgenommen mal, aber wie gesagt,
wieder nicht wirklich überzeugt von dem Konzept. Aber kann man mal. Ja, okay. Ja, wie gesagt, dann gab es früher noch die Piratengespräche mit dem Zeitweise und mir. Genau. Das hat auch mehr nicht, dann sowas. Das aktuell ja, das ist auch schon mindestens ein Jahr alt. Also seit ich irgendwie dann im Bundesvorstand irgendwie war, habe ich dann keine Zeit mehr dafür gehabt. Der wieder auf. Ich könnte das mal, lassen. Ich könnte mal mit dem Zeitweise mal darüber reden und mal schauen. Wie gesagt, das war mit der Aufnahmetechnik immer so ein bisschen sehr kompliziert, weil wir halt nicht in derselben Stadt wohnen. So. Oder habt ihr ja vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten inzwischen. Du hast ja inzwischen auch ein MacBook und kannst ja, da gibt es ja mehr Möglichkeiten noch, das über Skype zu machen oder sonst wie. Ja. Ja. Müsst ihr mal überlegen. Ja. So. Na, es gibt noch die piratenaffinen Podcasts, denn ich kenne mindestens jetzt schon einen Hörer, der die ganze Zeit sagt, wieso, wir haben meinen Podcast nicht erwähnt und wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon getwittert hat. Also es gibt Podcasts, die aus dem Umfeld der Piratenpartei kommen, deshalb habe ich die hier extra aufgelistet in meiner Vorbereitungsliste. Ja, also ich mache zum Beispiel einen solchen Liedkultur, das ist ein Kulturpodcast, da geht es nicht wirklich um die Piratenpartei, aber das ist halt eben auch piratenaffin. Und dann gibt es halt den Politikpodcast Politology, der eben auch piratenaffin ist, also Ben macht das und der ist ja nun Ex-Pirat, macht da aber immer noch Podcasts über Piratenthemen, das ist auch im Piratenmond drin. Sollte dann eben auch auf jeden Fall erwähnt werden, obwohl es eben kein Piraten-Podcast in dem Sinne ist. Ist eben sehr aktiv. Das ist halt vor allen Dingen wichtig. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Chaos Radio Express. Das eben erwähnte. Tim Fritlaff, was schon erwähnt wurde. Und was natürlich auch Themen behandelt, die viel mit Piraten zu tun haben. Und ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, dass Tim Pritlove ein starker Piratensympathisant ist. Möglicherweise. Und von daher empfiehlt sich das natürlich immer. Und natürlich gibt es noch mehr Podcasts aus dem Piratenumfeld, also auch alternativlos oder so. Das ist, sind ja auch, kommen die Piraten ja auch irgendwie immer mal vor. Ja, also ich denke, das ist alles, was man so dem Podcast so sagen sollte, oder? Habe ich da was vergessen? Ja, sucht einfach mal auch bei iTunes nach Piraten oder Piraten-Podcasts. Ich glaube, dass dein Podcast tatsächlich der regelmäßigste Piraten-Podcast ist, weil du hast auch einfach so das professionellste Aufnahme-Equipment. Ja, das habe ich mir inzwischen zugelegt, weil es einfach mehr Spaß macht. Ja. Und man will ja auch eine gewisse Qualität. Ich glaube, ich würde auch mehr podcasten, wenn ich so ein schönes Mischpult hätte. Dann muss ich mal artig sein und gucken, dass mir das Christkind sowas bringt. Ja, genau. Ich glaube, was Podcasts angeht, war es das. Jetzt haben wir noch hier einen letzten Punkt. Ja. Liquid Feedback. Nicht unwichtig. Liquid Feedback. Ich habe natürlich vorhin schon gesagt, das Clustering, jeder macht da so sein Ding, alleine oder mit guten Freunden zusammen oder mit Leuten, die er dann auch erst kennenlernt durch die Aktivitäten. Ja. Aber die Piraten sind ja eine Partei, nimmt teil an der politischen Willensbildung. Nein. Also wenn da irgendwelche Leute was machen, dann muss da jetzt ja der politische Wille dabei rauskommen. Der muss sich bilden. Ja. Ja, und wie geschieht das? Bild dir deinen Willen. Ja, das geschieht durch Diskussion. Und eben beschrieben, wir haben ja jetzt so einige Programme, auf denen sich Piraten nun herumtummeln, beschrieben. Ein wichtiges Merkmal, was wir, glaube ich, noch nicht so, weil für uns das auch so selbstverständlich ist, gar nicht betont haben, was vielleicht für einen Piratenaffinen oder Pirateninteressierten vielleicht nicht so klar ist, wenn er im Internet viel unterwegs ist, vielleicht doch, wenn er nicht unterwegs ist, überhaupt nicht, ist nämlich diese Anonymität oder Pseudonymität. Ne? Wenn ich irgendwie Maha sage, das steht ja auch nirgendwo in deinem Pass drin, oder steht das drin? Nee, ich glaube, ich könnte es inzwischen eintragen lassen, weil es sogar
eine Wikipedia-Seite Maha gibt, auf der steht, für was diese Abkürzung steht. Ja. Da sind da verschiedene Möglichkeiten und ganz zum Schluss ist auch ein Link auf meinen Namen. Ja. Also das ich bin so neidisch. Ja, ich war mittlerweile schon im Printspiegel drin, ja, und ich kriege keine eigene Wikipedia-Seite. Und du hier mit deinem, nur weil du eine C4-Professur hast und so ein bisschen da im CCC aktiv ist, bist. Ich habe gerade noch einen Preis bekommen, das steht nicht mal in der Wikipedia bisher. Ja, wenn der Podcast online geht, dann steht das da schon drin, dass der Herr Professor Dr. Martin Hasel für seinen Blog, für seinen Neusprechblog ein Online-Award bekommen hat. Das ist gut. Das ist ein Blog, das sollte man sich anschauen. Das ist ja im Grunde genommen ist das auch piratenaffin. Ja, weil dieses Neusprech, also ich kann mich ja auch nochmal dran erinnern, nicht, dass ich das jetzt erfunden hätte, dieses Neusprechblog, aber ich kann mich ja noch daran erinnern, wie wir mal irgendwie zusammensaßen und meinten, okay, eigentlich müssten alle Leute, die in der Piratenpartei aktiv sind und darüber hinaus einen gewissen Einfluss haben, auch noch so Nebenprojekte starten, um auf so piratennahe Themen auch hinzuweisen, ohne dass das direkt irgendwas mit der Piratenpartei zu tun hat. Ja. Und vor dem Hintergrund finde ich das ganz schön, weil dieses Neusprech ist ja auch eine Sache, die Piratenpartei immer wieder mal kritisiert. Und ich kann mich noch an die letzten beiden Dinger erinnern. Was war das? Gezielte Tötung und Das ist schon länger her. Ich sehe, du liest nicht täglich. Doch. Oh ja, Entschuldigung. Jetzt Ich habe deinen Blog nicht auswendig gelernt. Abstrakt hoch. Und die linksliberalen Fundamentalisten. Genau, die linksliberalen Fundamentalisten, die wurden über 100 Mal geflattert. Ja. Da war linksliberale Fundamentalisten, die sich diesen Podcast hier gekapert haben, die diese ganzen Medien, um jetzt mal die Klammer zu schließen, die haben halt Pseudonyme. Ne? Also ich bin ja auch im Internet unter Commodore Schmidlab beziehungsweise Schmidlab unterwegs. Liquid Feedback und mit der Meinungsbildung und der Willensbildung, das ist ja der Punkt. Ich kann ja nicht mich ständig meine Meinung und meinen Willen mit Leuten bilden, die ich gar nicht kenne. Deswegen haben wir ja auch vorhin betont, warum das so wichtig ist, vor Ort Piraten zu treffen, damit man dann innerhalb dieser tollen Cluster mal sich so da so reinfuscheln kann. So, Liquid Feedback ist parteiübergreifende, also wirklich jeder Landesverband ist drin, Plattform, um gemeinsam einen Willen zu bilden, um sich gemeinsam auf gewisse Positionen zu einigen. Und im Grunde genommen ist das nur eine große Verabredungsmaschine, weil man hat da Anträge drin und die werden verfeinert und ausgearbeitet und man verabredet sich im Grunde genommen, okay, am Ende gibt es nämlich eine Abstimmung, man verabredet sich dazu, okay, wenn ich auf dem Parteitag bin, dann werde ich genauso dafür stimmen, wie jetzt hier in Liquid Feedback auch. Und ich sehe gleichzeitig, aha, wer interessiert sich denn für Themen, die ich auch gut finde. Von daher ist das auch wieder interessant, dort Leute zu finden. Man kann Liquid Feedback auch pseudonym natürlich nutzen, dann hat man aber nur halb so viel Spaß. Dazu können wir eigentlich auch einen Klabautercast verlinken, den wir beide mal gemacht haben, wo Liquid Feedback in all seinen Feinheiten nochmal erklärt wird. Die ersten Schritte wären eigentlich, dass man sich halt bei der Piratenpartei anmeldet und dann kriegt man einen Einladungscode zu Liquid Feedback zugesandt. Das hapert aber im Moment, glaube ich, so ein bisschen bei der Mitgliederverwaltung. Ich muss mich auch noch mal irgendwie drum kümmern. Es dauert im Moment wohl etwas sehr lange. Vielleicht nachhaken. Also wenn man keine Einladung. Es ist nochmal Liquid Feedback. Also wir müssen jetzt nicht in allen Feinheiten uns das nochmal hier anschauen. Es ist auch sicherlich so, wenn man sich da einloggt, dann ist man vielleicht, sieht man, oh, das sind ja so viele Sachen, da muss man sich ja einlesen. Na, so vielleicht nicht. Also wenn man den Einladungscode bekommt, und darauf sollte man achten, man bekommt den vielleicht nicht gleich, muss da vielleicht nochmal nachfragen, aber es ist schon wichtig, dass man den bekommt, dann sollte man sich anmelden. Man kann ja erstmal vorsichtig sich mit einem Pseudonym anmelden
Und dann ist es eben auch wichtig, dass man vielleicht schon auch Leute kennt. Dann kann man nämlich gleich mal auf jemanden delegieren. Wenn man jetzt noch niemanden kennt, dann geht das halt auch nicht. Dann kann man sich mal anschauen, was da läuft. Und es gibt da verschiedene Filtermethoden. Das ist alles noch nicht so richtig benutzerfreundlich. Die Software ist ja auch erst 2010 gestartet. Von daher kann man nicht gleich schon sagen, dass das jetzt alles so toll ist. Das ist noch entwickelbar, gerade das Nutzerinterface. Ja. Aber da sind auch Leute dran. Ja, also. Da sind Leute dran. Ja. Und man sieht eben einfach eine Menge, was so diskutiert wird, welche Anträge es so gibt. Und dann kann man schon mal mit abstimmen oder Dinge unterstützen oder eben auch delegieren. Also delegieren ist sicherlich besonders wichtig. Und sobald man Leute kennt, kann man auch an die delegieren. Ja. Dann ist man auch so ein bisschen entlastet, denn sich da immer, gerade vor Parteitagen, kommt natürlich eine Menge zusammen. Ja. Sich dann da durchzuarbeiten, ist vielleicht auch anstrengend. Ja. Man sollte sich da auf keinen Fall auch abschrecken lassen. Ja. Nee, wir haben den Parteitag in Chemnitz damit vorbereitet und das hat schon was gebracht. Die Liquid Feedback, wie gesagt, auch ein Computerprogramm, das im Browser läuft und ein ganz wichtiger Bestandteil der Piratenpartei auch ist. Also das ist ein Demokratie-Experiment. Es gibt auch Leute, die extra wegen Liquid Feedback in die Piratenpartei erst überhaupt eingetreten sind. Es gibt auch Leute, die ausgetreten wären, wenn wir es nicht gekriegt hätten. Ne? Also es ist schon ein sehr interessantes Programm und es gab natürlich auch 2010 großes Drama um Liquid Feedback. Das heißt, es ist also in der Piratenpartei auch ein Begriff und je nachdem, an wen man gerät, wird man ganz unterschiedliche Dinge über Liquid Feedback hören. Aber jetzt wir als vertrauenswürdige Menschen sagen mal den Piratenaffinen oder den stark Interessierten an der Piratenpartei, Liquid Feedback ist tatsächlich ein tolles Tool, um sich eben nämlich genau direkt einbringen zu können, wie das Maha eben beschrieben hat. Ne? Ja. Bei einer anderen Partei muss ich erstmal, weiß ich nicht, Bundesvorsitzende werden, die natürlich auch nur bei der CDU durch den Bundesvorstand vorgeschlagen werden kann. Und bei den Piraten kann man halt im Grunde genommen direkt einen Antrag reinballern und wenn der dann gut durchkommt durchs Liquid, dann hat er natürlich auch hohe Chancen, auf einem Bundesparteientag behandelt zu werden. Ja. Und das ist großes Tennis. Das geht bei keiner Partei in Deutschland. Das sollte man auch nutzen. Also ich glaube, du hast ja auch mal gesagt, dass das ein tolles Browser-Game ist für nur 36 Euro. Ja, das ist billiger als World of Warcraft. Ja. Und das kann man auch so sehen. Also ich finde wirklich, Liquid Feedback alleine lohnt schon, Mitglied zu werden, weil man sich da eben direkt schon einbringen kann und weil man eben auch sofort mit dabei ist. Man ist also gleich mittendrin. Ja, mittendrin. Das ist schon, also bei anderen muss man erstmal Delegierter werden und da wird man nicht gleich Delegierter auf Bundesebene. Ja. Also geschweige denn Antragsteller, also einen Bundesantrag stellen in einer anderen Partei als gerade frisches Mitglied, das dürfte schwer werden. Ja. Und das geht eben in der Piratenpartei. Ja. Und das, finde ich, ist auch auf jeden Fall mehr wert. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Also die Partei unterscheidet sich schon von anderen Parteien. Und das muss man aber auch im Grunde genommen selber erfahren. Und vielleicht kriegen wir jetzt so nochmal den Bogen zum Schluss hin oder haben wir irgendwas Wesentliches vergessen? Das ist jetzt die Schlussphase. Jetzt sind wir in der Schlussphase des Podcasts, dass die Spannung steigt. Dann sucht euch irgendwie Leute raus, also schreibt meinetwegen den Landesvorstand an, schreibt Leute, die ihr euch auf Twitter rausgesucht habt, irgendwie an. Wenn es einen offiziellen Neumitgliederbeauftragten gibt, schreibt den an. Ja? Schreibt diese Leute an und versucht euch in die Partei reinzufuscheln. Das ist zugegebenermaßen nicht so ganz einfach. Da müssen wir dran arbeiten. Das ist uns aber auch, glaube ich, bewusst. Ja. Ihr könnt auch jetzt uns beide Betschwestern hier, den Maha und mich, irgendwie anschreiben und fragen, hier, ich wohne in Itzehoe, wie komme ich denn jetzt hier am besten zur Partei?
Weil Maha und ich natürlich auch durch unsere Aktivitäten in der Piratenpartei sehr viele Leute auch in verschiedenen Bundesländern kennen. Tut euch das einfach mal an, versucht euch da reinzufühlen, am besten vor Ort. Es gibt wirklich aufgrund Stammtischcharakters gibt viele abschreckende Beispiele im Internet, was so die Piratenpartei angeht, dass man vielleicht so denkt, hoch, was ist denn das für ein Verein? Vor Ort tauchen diese Leute eigentlich nie auf. Und ist dann meistens doch ganz nett. Und ich muss auch. Naja, in Berlin hast du auch noch die Möglichkeit auszuwählen. Du musst ja nicht zu der Crew gehen, die bei dir um die Ecke tagt. Du kannst ja zu einer anderen gehen, ja, klar. Die dir vielleicht sympathischer ist. Da gibt es viele Beispiele. Ja, gerade in Berlin hat man natürlich, aber auch in den Stadtstaaten. Das gilt in den Stadtstaaten überall, dass man da mehrere Möglichkeiten hat. Auch da ihre Ebenen ansprechen kann in den Stadtstaaten, da kann man eben dann auch gleich zum übergreifenden Treffen da in Berlin halt am Dienstagabend in Kinski, aber es gibt auch in anderen, also auch es müssen doch nicht unbedingt Stadtstaaten sein, auch eine Großstadt wie München bietet da mehrere Anlaufpunkte. Im Grunde genommen, das Ruhrgebiet ist ja auch so, ne? Also, ja, aber selbst wenn man auf dem Land wohnt, also selbst in Oberfranken, da kann ich zum Oberfranken-Stammtisch gehen, der trifft sich wechselseitig in Bamberg und Forchheim. Also das sind auch dann unterschiedliche Leute, immer ein bisschen, die Mischung ist unterschiedlich, kann man mal da hin. Und im ländlichen Raum haben die Leute ja auch oft Autos, sodass sie dann auch leicht durch die Gegend fahren können. Oder man nutzt halt die öffentlichen, auch das geht in Oberfranken. Und dann kann man eben auch mal nach Lichtenfels oder sonst wohin fahren. Also da gibt's dann auch immer, oder Bayreuth, da gibt's auch Auswahl. Und das sind halt alles unterschiedliche Leute. Das sollte man dann vielleicht auch nutzen. Ja. Also von daher, oder man kann in den Nachbar, warum soll man nicht in den Nachbarbezirk nach Mittelfranken oder so? Also ich würde jetzt das wirklich nicht so konzentrieren, dass man nur bei den Piraten richtig gut was machen kann in den Stadtstaaten. Also, nein, das wollte ich ja nicht sagen. Ich meine, dafür werde ich ja eh schon genug kritisiert, dass ich die Dreistigkeit hatte, beim letzten Bundesparteitag zu sagen, dass Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. Es ist tatsächlich vor Ort, man findet vor Ort immer eigentlich aktive Piraten. Und gerade über das Internet ist es halt eben so einfach, diese aktiven Piraten zu finden. Und es ist immer, neue Gesichter sind immer gerne gesehen und wir brauchen auch mal ein bisschen im frischen Wind, damit wir selber nicht zu sesselpupserig werden. Und deswegen sind Neumitglieder und Interessierte an der Piratenpartei immer herzlich willkommen. Genau, in real life und natürlich auch virtuell. Wir haben ja die virtuellen Dinge hier angeführt, von den Maillisten bis Liquid Feedback. Also auch da sind natürlich auch immer Leute willkommen und können sich einbringen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja, das. Ne? Also viel Spaß in der Piratenpartei allen. Ja. Und danke Christopher. Und danke Maha. Bis demnächst. Ja. Tschüss.